Jesus hat ja gesagt, liebe deine Feinde. Und hast du auch in deinen vielen Jahren, wo du auf der spirituellen Reise warst, dich mit Jesus und dem Christentum beschäftigt oder dem Christusbewusstsein? Ja, habe ich. Wobei mein Start zum Thema Glauben ein schwieriger war. Bin katholisch erzogen worden. Wie viele von uns? Und da war irgendwann war der Druck drin, da war der Zwang, ich musste in die Kirche gehen und puh, das hat sich irgendwie alles nicht so stimmig angefühlt. Dann war mir auch immer übel im Gottesdienst so und dann dieses mit dem Weihrauch und so. Ich war, also und dann habe ich irgendwann Gespräche mit Gott gelesen von Donald Welch. So, und da habe ich wieder eine Nähe aufbauen können. Und am Anfang war das eher negativ behaftet. Es war so, ja, Gott Vater sieht alles und da wird dich bestrafen und so dieses Gefühl. Und dann aufzumachen und zu spüren, dass er das ja gar nicht so ist, sondern dass es ganz anders gemeint war. Und das hat Jahre gedauert. Jahre. Ich sage ja, ich hatte dann so Ausflüge zum Buddhismus, also durchaus auch Jahre mit dem Thema Buddhismus. Und ich würde mich jetzt als gläubig in mir bezeichnen, aber nicht mehr sagen, dass ich einer bestimmten Religion hinterherrenne oder einem bestimmten Glauben. Nein. Wenn du sagst, gläubig in mir, wie meinst du das? Also, du hast jetzt gesagt, du hast Gespräche mit Gott gelesen und hast du da Gott akzeptiert in diesen Gesprächen? Ja, Ja. ja, ja. Und auch Jesus oder das Christusbewusstsein, diese Ja, Kraft? ja, ja. Das ist wunderbar. Ja. Eine große Freude. Aber es hat einen Prozess, hat einen Prozess gemacht. Und wie fühlt sich das an? Bist du froh darüber, wenn du jetzt zurückblickst, wenn du jetzt dein Bewusstsein vergleichst mit dem, als du da noch deine Schwierigkeiten mit hattest, zu jetzt? Ist das Naja, natürlich ist es, das war schon, ich hatte Angst teilweise auch als Kind. vor Gott? Ja, durch das, was für mich also die Kirche gemacht hat oder was ich da irgendwie, das hat sich nicht gut angefühlt. Ich hatte so dieses von so einem Schuldgefühl auch. Oh, was darf ich nicht? Und das war unangenehm. Das war wie so ein autoritärer, super strenger Vater. Jetzt hatte ich auch noch einen Vater, der eine gewisse Autorität hatte zu der Zeit. Also der hat sich auch transformiert, muss ich sagen. Ich habe auch meine Familie auf die Reise mitgenommen. Im Sinne von, die mussten dann auch immer Versuchsobjekt sein, wenn ich eine neue Ausbildung gemacht hatte. Zum Beispiel Familienaufstellung, also systemische Prozessbegleitung. Dann wurden da alle gleich auch mit allen Informationen immer bombardiert. Und ja, ich war so der treibende Teil auch in unserer Familie, der da alle mit infiziert hat. Was zu Aussöhnungen geführt hat, auch mit vielen. Ich denke, und das ist auch wichtig zu verstehen, es gehört ja alles zusammen. Man kann es ja nicht nur abgekapselt einen Teil nehmen, also so wie Körper, Geist und Seele, ja. Und so gehören halt diese ganzen Prozesse da auch rein. Mal gucken, wie lange ich noch brauche, bis ich irgendwie selber zu mir sage, ach, jetzt habe ich es verstanden. So bin ich also. Das bin ich also. Wo wir da noch alles hinkommen.